So, dich habe ich schon mal angeguckt. Komm. Latsch mal ein bisschen schneller. Das ist der falsche Raum. Ich habe Hunger. Solltest du was essen, mein Lieber? Von wegen, es gibt keine verschlossenen Türen mehr. Egal. So. Da geht nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Der ist auch nicht mehr. Hier war es das. Das bedeutet, ich kann wieder nach unten latschen. Helixforschung. Yep. Aber so langsam kommen wir ans Ende. Würde ich sagen. So noch so eine Stunde oder so zwei Stunden noch. Oh. Ist irgendwas runtergefallen? Ich fürchte, das war... Ja, das war mein Aufladegerät vom Xbox-Controller. Den ich ja benutzte. Hier war ich schon drinne. Hier war ich noch nicht drinne. Na? Gibt es hier irgendwas Interessantes? Natürlich gibt es hier was Interessantes. Ein Reflektor. Jetzt etwas schwieriger. Ne, ich bin's nicht. Kriegt man auch so hin. Feldbericht. Phoenix-Projekt. 1. November 2013. Agent Da Costa informierte mich über eine Spur zum Koh-i-Noor-Diamanten. Eine Replik befindet sich unter den englischen Kronjuwelen. Der echte Diamant ist eines der mächtigsten Edenstücke und seit Jahrhunderten verschollen. Yod Sora ist Programmierer bei Mysortec, einer Firma, die mit Abstergo Entertainment zusammenarbeitet, um eine Variante des Animus-Headsets namens Brahman-Gerät nach Asien zu liefern. Er arbeitet mit Shoban Dami, der Schwester des bekannten Assassinen Jatsip Dami. Könnte die Bruderschaft das Brahman-Gerät benutzen, um Koh-i-Noor zu finden? Bis wir mehr Beweise haben, will ich eine lokale Abstergo-Eingreiftruppe benutzen, statt das Sigma-Team zu mobilisieren. Update. 3. November 2013. Yod Sora wurde vor den Dreamland Studios in Mumbai entführt. Er wurde von Shoban und Jatsip Dami in einen Van gesperrt. Das bestätigt meinen Verdacht. Die Assassinen benutzen Yod Suras genetische Erinnerung, um Koh-i-Noor zu finden. Ich habe die lokalen Abstergo-Soldaten autorisiert, die Assassinen zu eliminieren. Mit der Anweisung, dass das Brahman-Gerät intakt bleiben muss. Ich bin auf dem Weg nach Indien. Update. 4. November 2013. Bin zu spät in Indien angekommen. Unser Einsatzteam bekämpft die Assassinen an zwei Fronten. Die Leiche von Shoban Dami wurde an der ersten Stätte gefunden. Aber ihre Überreste waren zu verstümmelt, um genetische Informationen sammeln zu können. Ich fand das Brahman-Gerät an der zweiten Stätte. Aber nach der Durchsicht der darin gespeicherten Erinnerungen bin ich erleichtert, dass Yod Suras Blutlinie eine Sackgasse ist. Der echte Koh-i-Noor-Diamant bleibt für beide Seiten verloren. Jatsip Dami ist entkommen. Das heißt, wir müssen die neuen Assassinenaktivitäten in Indien genau überwachen. Ich schließe die Datei und wende mich der nächsten Mission zu. Indien? Aha.
Also, wenn die sowas sagen, dann glaube ich, Indien könnte gar nicht mal so un könnte interessant werden. So, nächste Datei. Der war einfach. Einzelheiten über Harlan T. Cunninghams Leben waren schwer zu bekommen, da viele Spuren seiner Identität vor seinen Assassinenzeiten von Gavin Banks gelöscht worden sind. Wir verdanken es nur Agentin Da Costas bemerkenswerten Fähigkeiten, dass wir dieses Profil erstellen konnten. Cunningham hat sich in der Highschool als schwul geoutet, was seine vielversprechende Wrestler-Karriere zerstört hat. Er verließ Texas umgehend und floh nach Europa. Cunningham wurde von der Bruderschaft in Florenz unter Leitung des Assassinen-Veteranen Adriano Maestranzi rekrutiert. Das Sigma-Team griff das Florenz-Versteck 2012 an, aber Maestranzi zündete eine Bombe. Drei Assassinen wurden vor der Explosion getötet, aber das Sigma-Team wurde durch sie vernichtet. Cunningham und ich haben als Einzige überlebt. Cunningham wurde zuletzt in Rotterdam gesehen, zusammen mit Aaron Schut, einem ehemaligen Martial Arts Champion, der auch einen Karriereknick erlitt, als seine Homosexualität herauskam. Ach, shit. Es ist klar, dass Cunningham Schut in die Wege der Bruderschaft eingeführt hat. Obwohl er sehr stark und extrem gefährlich ist, ist Schut eine schlechte Wahl als Assassine. Er kann sich nicht zurückhalten und wird die Bruderschaft gefährden, ganz ungewollt. Kürzlich hat Cunningham einen Edensplitter aus einer Abstergo-Anlage in Rotterdam gestohlen. Während der Operation sollte Schut Abstergo-Angestellte in der ganzen Stadt angreifen, um die Aufmerksamkeit von seinem Mentor abzulenken. Obwohl das Sigma-Team den Gegenstand erhielt, konnten Cunningham und Schut entkommen. Ich lasse es nicht zu, dass Cunningham ein drittes Mal entkommt. So. Wer dieser Cunningham ist, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ah, es ist Liberation. Gut, jetzt müsste ich eigentlich alles haben. Hier habe ich alles. Jetzt fehlen noch 4 Computer. Ne? Zack. Wo sind die letzten 4 Computer, bevor ich in die Helix zurückgehe? Hier gibt's nichts zu sehen. Ja, du stehst da noch immer, ich weiß. Ich langweile mich zu Tode. Aber Befehl ist Befehl und mein Befehl lautet, hier zu stehen. Ja, das weiß ich auch. Aber wo sind die letzten paar Computer? Toilette. Die Helix läuft noch, aber es könnte durchaus noch zu einigen Betriebsstörungen kommen. War ich hier nicht gerade drin? Ne, hier. Das Ding fehlt noch. Gut, gut. Ne, falsch rum. Zack. Gut. Nee. Ist so rum. Gut, gut. Schön gemacht. Ja, und? Warum musste Violetta Costa aus dem Sigma-Team? Ich teile unsere Kräfte neu ein, damit sie übereinstimmen mit den Zielen des Phoenix-Projekts. Das Phoenix-Projekt? Das Sigma-Team würde besser die restlichen Assassinen jagen. Schickt das Delta-Team stattdessen zu den Vorläufer-Relikten. Die Relikte dienen der Sequenzierung der ersten Zivilisation DNA. Ist dieses Ziel erreicht, sind die Assassinen eine noch weit geringere Gefahr als jetzt. Sei es wie es ist. Agent Da Costa sollte nicht für etwas wie Abstergo Entertainment verheizt werden. Das Fiasko mit dem Sample 17-Projekt letztes Jahr zeigt, dass Abstergo mehr ist als eine austauschbare Filiale. Es ist bestens geeignet für die Suche nach neuen Edensplittern.
Es ist ein schwaches Glied, das von unseren Gegnern immer und immer wieder gefährdet wurde. Umso wichtiger ist es, dass Da Costa ihren Zugang zu den Cloud-Servern sichert. Wir sind überzeugt, dass Melanie Lemay es nicht so versaut wie Olivier Garneau. Einen Zivilisten in unsere Reihen zu holen, ist ebenfalls unklug. Das wird sich noch rausstellen. Aber Miss Lemay hat die John Standish-Affäre mit ruhiger Hand gemeistert. Sie half uns, die Existenz von Waisen zu entdecken und hat dabei mehr für Phoenix getan als Sie, Mr. Burke. Sie ignoriert auch die Anwesenheit der Instrumente des ersten Willens innerhalb ihrer Operation. Diese Kackjobs sind aber vorerst nützlich für uns. Sie bringen uns Relikte, die wir brauchen. Wenn sie zu problematisch werden, kümmern wir uns auf dieselbe Weise darum wie um die Assassinen. Den Assassinen Zeit zum Sammeln zu geben, ist ein taktischer Fehler. Wir sollten jetzt zuschlagen, da sie am verwundbarsten sind. Wir schätzen Ihre Hingabe und Erfahrung, Mr. Burke. Ihre Einwände wurden notiert. Jetzt packen Sie ein. Sie haben viel Arbeit vor sich. Ja? Guck mal. Also es ist eins. Da haben wir noch einen. Der ist aus. Verdammt. Wo sind denn die letzten? Das war hier, wo wir als erstes drin waren. Ich möchte all diese scheiß Server finden. So, und hier geht's wieder raus. Guck mal einer an. Zack. Zack. Warte, das bedeutet... Nee. Ich mache irgendeinen Fehler. Es wäre das, dann hätten wir hier zwei. Hätten wir hier wieder zwei. Wäre auch nicht gut. Wie hier wieder zwei. So. Nein. Ich möchte den da haben. Geht doch. Ist doch relativ einfach, wenn man es mal kann. Gut. Der Strohkopf ist in der nächsten Animus-Sitzung und ich habe meine Koffeindosis. Alles okay mit der Welt? Gut. Das ist nicht gerade Ihre Mission, stimmt's, Boss? Jede Mission ist auf Ihre Art wichtig.
Dennoch, ich wette, sie wären lieber mit ihrem Team da draußen, um Sean Hastings zu jagen. Sie denn nicht? Na klar, ich will einen Logenplatz für die Show. Irgendwas von Sorkin? Er soll mich updaten in 43 Minuten. Gut. Darf ich Sie was fragen? Aber ja. Wie ist es in einem Animus? Ich habe das Anime-Trainingsprogramm durchlaufen. Es war ähnlich wie die Übung bei den Utijäger. Sie haben nie einen normalen Animus benutzt, um Ihre eigene Geschichte zu erleben? Nur einmal. Wirklich? Wer waren Sie? Ich war ein junger Mann. Beim Wikingerüberfall auf Lindisfarne. 793, Nordostküste Englands. Sorry, Geschichtsnerd. Und, wie war's? Es war Sommer. Gutes Segelwetter. Das Kloster war ein Zentrum religiöser Studien. Wir sind dort eingefallen wie eine Flutwelle. Und? Und? Wir plünderten und brandschatzten. Sie hielten uns für Dämonen. Die Details der Erinnerungen waren so lebhaft. Ich verfiel in einen Blutrausch. Ich besiegte einen Sachsen, einen großen Krieger. Ich wollte ihn nicht töten und lud ihn in unseren Clan ein. Oh, nordische Adoptionsrituale. Die Chance, mit den Wikingern die Welt zu umsegeln? Ja, eine Chance, die Welt zu sehen, wie sie wirklich ist. Was war dann? Er weinte. Dann schrie er, dass Gott sein Volk verlassen habe und dass nichts als Chaos bleibe. Er tat mir so leid. Ich tötete ihn, ohne nachzudenken. Ja. Wenn wir hier fertig sind, müssen wir den Strohkopf auch töten? Wir werden sehen. Ach, mein Lieber. Das finde ich jetzt aber nicht so besonders. Muss ich ehrlich sagen. Ach, hier war ich schon. Wow, das reinste Katastrophengebiet. Sobald Sie zurückgehen, um Shays Geschichte zu beenden, wird Ihr Leben nie mehr wie zuvor. Begleichen Sie alle offenen Rechnungen, bevor Sie den Animus besteigen. Ja, ja. Ich würde auch gerne die letzten beiden Sachen holen. Weil ich weiß nicht, wo die sind. Naja, ich werde hier mal kurz stoppen und mal ein bisschen die Animus